Was geht ab? Meine Freunde, willkommen beim Team Fitness Elevator. Ich weiß nicht, wie diese Folge sich nennen wird. Ob wir jetzt daraus wieder einen separaten Vlog machen. Haircutting Skills. Genau. Genau, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder unsere Haare cutten. Ich schenke uns jetzt meinem Friseur Geld. Ich habe jetzt gesagt, das soll jetzt nur noch mit einer Pinzette bei mir machen, damit wir noch weniger sind. Auf jeden Fall, wie ihr seht, Zeugen am Start. Ich habe Eugen von der Schule abgeholt und ja, ein geiles Wochenende fängt an. Der Manu kommt um 18 Uhr heute. Arne holen wir, glaube ich, später auch noch ab. Ja, danach geht's ins Gym, volles Programm. Jetzt auf jeden Fall erstmal Haare cutten. Nur, ich muss schon selber lachen, Mann. Das ist ein Scheiß. Wie oft gemacht, ey? Dreh dich mal. 360 Grad. Fotoshooting. Sieht aus wie vor einer Woche. Eugen schämt sich. Er hat sich seine Augenbrauen, wie soll man richten lassen, zupfen. Sein Fress ist rot. Ja, ganze Augenbrauen weggemacht. Einmal alles weg. Weggemacht und dann beklebt. Ja, wieder. Ja, ich habe euch noch gar nicht erzählt, auch noch nicht gezeigt. Eine kleine Büroecke eingerichtet und hier ist Reese Abiente. Ich habe Bock auf so eine geile Lampe für den Tisch nochmal und ja, schauen wir gleich mal rein, was hier abgeht. So, sexy, wir haben nichts gefunden. Verdammt, ich habe wieder Hunger. Ich habe vor eineinhalb Stunden gegessen, ich habe wieder Hunger. Ungefähr 1200 Kalorien, mein klassisches Frühstück, was man so kennt eigentlich immer von mir. Und wir haben auch keinen Plan, was wir jetzt machen eigentlich. Ja, wir sind also ins Solarium. Genau, ach ja, ins Solarium nochmal, ein bisschen Bräune, alle zwei Wochen. Entschlossen zu Mongolen zu gehen und euch ist auch fleißig am Vloggen. Also wenn ihr noch mal ein bisschen Full Day of Bullshit sehen wollt, schaut auf mein Channel bei diesem Jungen vorbei, hier, mit dem hier. Wir haben uns etwas gegangen. All you can eat natürlich, 8,80 bei Mongolen. Wir haben den gesehen, ich habe gesagt, ey, schaut gleich im Internet nach, solange wir in der Waschstraße sind. Was gibt es Schönes? Bei mir, gleich das Essen, was man sieht, nur ein Stück Panade. Champignons, Kokosmilch, Hähnchen, Bratreis. Eugen hat Schweinefleisch. Nur Schweinefleisch, das Ente. Ente und ja, Ente und den Klassiker. Also, wir sind jetzt wirklich dabei. Haben uns was ausgesucht, weil wir natürlich nicht essen. Und wie immer. Oh, Eugen schämt sich noch, ein bisschen. Und diesen Jungen. Oh mein Gott, sind deine Augen braun noch rot? So, wow, Chin ist gerade seit einer Stunde ungefähr bei mir auf der Couch. Guck dir was für Bizeps. Guck dir diesen Bizeps an. Auf jeden Fall, meine Haare aus, als ob ich noch nie was damit gemacht habe. Sehen genauso aus wie wie gestern. Scheiße. Ja, wir warten jetzt auf Arne. Danach gehen wir zu viert quasi den Manuel abholen. Zu viert? Zu dritt. Digga, ich bin richtig weich. Gehen wir zu dritt den Manuel abholen vom Flughafen. Danach geht's auch ins Gym. Was wir trainieren, weiß ich nicht. Steht bei dir an? Bei mir? Rücken? Ja, also bei mir steht eigentlich alles. Moin, moin. Aus dem Tapia-Mobil. Verschnupfte Nase. Tapia hat schon wilde Theorien aufgestellt, warum ich so leicht verschnupfte Nase habe. Leicht verkühlt, aber alles gut. Nicht krank. Und wir holen jetzt den Herrn Berko ab. Der ist wahrscheinlich schon da, ne? Ist schon 18 Uhr. Ja. Ja. Schon gelandet. Und ja. Riegel in der Hand. Was gibt's Schönes? Quetschbar, keine Ahnung. Schokolade, irgendwas. Dann gucken wir mal, ob wir gut durchkommen und dann ist der Plan Stalzhof? McFit? Ja, McFit, Stalzhof. Oh, es geht, was freut! Wir haben alle drei Camps, Digga. Keine Kasse, ich umarm, ist kein Problem. Keine Freunde. Was geht ab, Fitnessfreunde? Wir sehen uns gleich im Studio wieder. Bam!
Was geht ab, meine Freunde, and welcome back to Sexual TV by the Fitness Elevators. Was geht ab, Sex? Sexual Healing. Sexual Healing. Training ist auf jeden Fall durch. Ich hoffe, euch hat der Zusammenschnitt gefallen. Ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist. Weil ich habe Stunden investiert. Wir haben so gefilmt, kreuz und quer. Aber es war sehr sexy. Ja, ich habe trotzdem richtig geiles Training gehabt. Mhm. Vom Feeling her. Also ja? Es war nicht so nur gepumpte Training, sondern wirklich auf Progression. Es war auf jeden Fall sexy. Findest du? Ja, wie hast du es empfunden? Erotisch war es. Es war noch nicht ganz so sexy. Das sexieste Training ist auf meinem Channel. Nee. Du kriegst mein Material nicht. Scheiße. Fuck you. Okay, ich muss lieb sein. Und wir haben alle Hunger. Ja. Wir haben alle enorm Hunger. Adi, wann hast du das letzte Mal gegessen? Ich glaube, 12. Vorgestern. Ja. Vorgestern. Deshalb ist er da auf Shredded. Der isst alle drei Tage. Intermittent Fasting. Potze. Ja, an einem Tag 10.000 Kalorien, dann auf 7 Tagen gar nichts. Sorry, tut mir leid, jetzt auch. Ja. Geil. Na, deshalb, weil alle Hunger haben, fahren wir jetzt ins Schachcafé. Da waren wir schon des Öfteren mit Oscar. Und da ziehen wir uns gleich alles Mögliche rein. Mit dir meine ich alles: Burger, Mürger und was weiß ich nicht was. Alles, was fett macht. Quasi. Also, genau. Befriedigt. Weil, wisst ihr, Leute, ich bin hergekommen mit einem super Gefühl. Ich werde super gut essen, qualitativ hochwertige Seit wann denn das? Proteine essen. Und ja, es ist einfach nichts daraus geworden. Aber als du in Hamburg aus dem Flugzeug gestiegen bist, wusstest du eigentlich, dass es nichts wird, ne? Ich habe mich direkt 2 Kilo schwerer gefühlt. Ja. Das ist Wasser gezogen durch den Flug. Ja. Das ist so der Flug, Mann. Du bist schwerer wegen des Wassers. Ja, Wasser ziehen. Mehr ist es nicht. Ich darf das jetzt nicht mehr trinken, sonst ziehe ich noch mehr Wasser. Ja, es ist besser als Kreatin. Fliegt ganz oft hin und her, das ist besser als Kreatin. Am besten. Am besten, ihr fliegt zweimal am Tag, mindestens für eine Stunde. Berlin Goldcard. Aber immer mit Booster, mit Booster. Beste Wettkampfvorbereitung. Ja, genau. Fliegt zur Vorbereitung. Fliegt zur Vorbereitung nach Hamburg zu uns. Ja, easy. Genau. Team Sexy Fitness Tipps. Also, wir sehen uns gleich beim Hauptgang, meine Freunde! Muschis, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns morgen. Haut rein, Jungs. Ciao, meine Freunde. Tschüss. Tschüss, Manuel. Tschüss. Sexy. Oh, meine Freunde, zu Hause angekommen. Sehen wir Manuels Ass. Er ist wieder in seiner gewohnten Umgebung. Ich fühle mich doch wohl als zu Hause. Oh ja, ich liebe es. Ich hab's vermisst. Dieses schöne Sofa. Kommt ja gerade lang. Oh, komm, ich will ja küssen. Er hat mehr Kissen als ich. Es ist so Sex, wenn ich mich mir so reinkuschle, pass auf. Oh, oh ja. Es reicht. Ah, danke, Chef. Ich bin fast nicht zu groß dafür. Hier, wenn er noch Platz hat. Du darfst nur auf diesem Viereck schlafen. Ne? Hier nur hier, wo der Bezug ist. Alles hier kriege ich so Elektroschocks. Ja, alles drumherum ist Lava. So Kinderspiel. Ich freue mich wie eine kleine Taube. Oh, Täubchen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt schlafen und stellen morgen den Wecker extra, damit wir direkt hustlen können und das Video fertig kann für euch. Deshalb hoffe ich, dass es möglichst schnell online geht. Ich hoffe, ich schaffe das morgen. Ich habe auf jeden Fall eigentlich genug Zeit. Ich glaube. Morgen wird ein sexy Tag. Morgen wird ein super Tag mit sehr vielen Menschen, auf den Weg gemacht haben, hierher zu kommen. Dass ich extrem feier, also auch wenn es gar nicht so aussieht. Ich bin sehr müde. Ja. Ich freue mich riesig, euch alle zu sehen. Ja, an dieser Stelle. Bis morgen, Freunde.